In einer Vorlesung sind wir vor einiger Zeit vom Thema abgewichen und ich habe etwas über Schneeschuhhasen erzählt. Und Sie sehen schon, wir sind ziemlich weit vom Thema abgewichen. Schneeschuhhasen sind Hasen mit besonders großen Füßen, sodass sie im Winter nicht so sehr in den Schnee einsinken, sondern auf dem Schnee laufen können und so die Chance haben, auch noch das eine oder andere Grün im Winter zu finden zum Fressen. Meine Schilderungen über die Schneeschuhhasen waren wohl so unglaubwürdig, dass ein Student plötzlich sagte, und das sagte er mehr vor sich hin, als dass er es seinen Kommilitonen oder mir sagen wollte, aber dennoch so laut, dass es alle gehört haben, die gibt's ja wirklich. Er hatte die Schneeschuhhasen auf seinem Smartphone unter der Bank gegoogelt. Damit hatte er nicht nur die Chance, einen Lacher für sich zu verbuchen, sondern eben auch gleichzeitig ein Bild der Schneeschuhhasen auf seinem Display, das er dann rumzeigen konnte. Diese kurze Geschichte verdeutlicht den zentralen Einfluss, den derzeit das Internet auf Lehr- und Lernsituationen hat. Der Lehrende ist nicht mehr, wie das vielleicht noch vor Jahrzehnten der Fall war, der Gatekeeper, der kontrollieren kann, welche Informationen in seiner geschlossenen Situation einer Vorlesung für die Studierenden zugänglich sind, sondern er konkurriert jederzeit mit all den Informationen, die über das Internet verfügbar sind. Damit befindet er sich auch in der Situation, dass er begründen muss, warum Darstellungen in der Vorlesung vielleicht anders sind, als die Sachverhalte in Wikipedia beschrieben sind. Und die flapsige Bemerkung dazu, korrigieren Sie eben Wikipedia, wird vermutlich nur ein einziges Mal funktionieren. Die jederzeitige und ubiquitäre Verfügbarkeit des Internets, die unter dem Begriff der Postmedialität gefasst wird, beginnt gerade erst Einfluss zu nehmen auf die Lehr- und Lernsituationen. Und ich glaube, wir können davon ausgehen, dass der Einfluss des Internets auf die Lehre sehr viel größer sein wird, als der Einfluss von beispielsweise CBTs vor 10, vor 15, vielleicht auch vor 20 Jahren war. Wir stehen vermutlich daher erst am Anfang einer Entwicklung, die ganz massiven Einfluss darauf nehmen wird, wie wir lehren, wie wir lernen, verstehen und damit natürlich auch auf die Frage, wie sich Hochschulen zukünftig positionieren werden. Es bleibt spannend.